Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit im Singleplayer Part 3. Und der Creeper ist immer noch dort oben. Okay. Die spawnen die nicht, wenn man ausloggt? Komisch. Vielleicht ist es ja ein anderer Creeper. Eine Frage an Galileo Mystery. Man macht hier wieder einmal eine Folge. Es wäre doch schön, wenn die Galileo Mystery Folgen weitergehen. Dann lohnt sich wenigstens wieder der Fernseher anzuschalten und etwas zu schauen außer den FC Basel. So, ich habe noch ein kurzes Thema, das ich euch, währenddessen wir hier das Bauen vorbereiten, sagen möchte. Wir brauchen mehr Kisten. Ja, okay, da, aber nein, mehr Kisten. Es geht um die Projekte von den großen YouTubern momentan. Die habe ich so irgendwie das Gefühl, haben an Originalität verloren. Also sie bieten halt nicht mehr so genau das, was ich gerne hätte, damit ich, auch wenn ich eher wenig Zeit habe, gerne schauen möchte. Also jetzt ist, glaube ich, Minecraft Warp am machen. Da ist Grenz dabei, einer meiner Kumpels, den ich leider schon lange nicht mehr so richtig, ja, hatte einfach keinen Kontakt mit ihm. Und der hat, ja, der macht mit und ich schaue manchmal rein, aber ich kann nicht die ganzen Parts schauen, weil ich so wenig Zeit habe durch die Let's Plays, durch die durch den Sport, durch die Community, durch die Kollegen bei Skype und so. Die möchten auch immer wieder etwas haben. Und ja, deshalb kann ich leider nicht mehr so viele Let's Plays schauen, aber ich möchte einfach mal wieder ein Projekt haben, wo richtig cool ist, und eventuell könnte ich ja mal dabei sein, aber die würden mich wahrscheinlich mit diesen 418 Abonnenten noch nicht ansprechen. Da müsste ich eigentlich irgendwie werben für mich, und das möchte ich eigentlich nicht. Ich bin ja nicht orientiert auf YouTube, um Werbung zu machen. Sind 99% der großen YouTuber sind so. Die haben irgendwie so ein Abkommen von mir aus. Ich bin abkommenlos, ich werde auch nie Abkommen haben. Ich werde nie ja, werbungsorientiert sein auf YouTube. Ich möchte community-orientiert sein, also die Community darf dann noch Sachen wünschen. Ich ignoriere sie nicht, wie zum Beispiel der, ja, ich sage jetzt keinen Namen, weiß auch nicht ganz genau, wer es ist. Aber ich denke, viele Let's Player, vor allem von Minecraft, sind so, ja, die schauen keinen einzigen Kommentar mehr an. Die wollen einfach das Game durchziehen und beenden es so schnell wie möglich, damit sie das nächste Projekt machen können. Und ja. Also, ich werde wahrscheinlich in diesen Projekten nur mitmachen, damit ich euch einen Gefallen tue und nicht die Let's Player. Die Let's Player können mir eigentlich auch ein bisschen egal sein, aber natürlich werde ich sie auch so, als würden sie meine Kollegen sein, verhalten. Also sind meine Kollegen dann, weil sie machen auch mit. Und deshalb, ja, bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen der Falsche für solche Projekte. Wenn, dann mache ich ein werbeloses Projekt, wo einfach YouTuber mitmachen können. Es schreibt mich immer wieder Leute an und sagen, ja, ich möchte gerne auf dem Server, wo ich ja hoste, also hosten lasse auf Nitrado und zahle, möchte gerne Let's Playen auf meinem Server. Und ich sage ja nicht nein. Also dürft ihr gerne hosten, aber wenn, dürft ihr es gerne Let's Playen, nicht hosten, hosten wäre nicht gut. Aber wenn ihr es nicht macht, könnt ihr es ja nicht. Also ja, dann macht ihr es ja nicht, sozusagen. Und das meine ich jetzt einfach, die Leute müssen halt auch ein bisschen anfangen, die Beine in die Hand zu nehmen. Und da ein bisschen selber etwas machen. Das würde nicht nur euch etwas bringen,
sondern auch mir und ihm, der es macht, oder? Und durch mich können eigentlich jede Let's Player eigentlich gut Abonnenten bekommen, dass sie auf eigenem Fuß stehen können. Weil ich denke jetzt mal, die jetzt geschrieben haben bei Gmail, also über E-Mail, die haben wahrscheinlich noch 0 bis 20 Abonnenten. Und durch mich können die eigentlich groß werden, aber in meiner Hinsicht ist es mein Plan, dass ich YouTuber helfe, die da nicht werbesüchtig sind. Versteht ihr? Es gibt Multimillionäre in YouTube. Das ist klar. Und wahrscheinlich könnt ihr das auch werden. Aber macht es ohne Werbung. Macht es mit den YouTube-Geldern und nicht mit den Entwicklergeldern. Die Entwickler nötigen, die plündern die YouTube eigentlich aus, weil sie bekommen dann viel mehr Prozente als zum Beispiel Ungespielt und denen jemals haben werden. Und deshalb ist es so, dass einfach zwar ein gutes Licht auf die Let's Player ausgestrahlt wird von den Entwicklern, aber nicht ist. Es ist ein Fake, ein großer Fake von den Entwicklern. Ich weiß nicht, wie viel Geld die wirklich ausgeben, aber sie werden es wirklich so ausgeben, dass sie die Let's Player nicht helfen damit, außer mit Geld. Aber sie nötigen wirklich die Let's Player aus. Und ja, besser werden die Entwickler durch das Geld von den Let's Player auch nicht. Wahrscheinlich eher noch süchtiger nach Geld. Und ja, das ist natürlich nicht so nett, oder? Und da kann ich einfach sagen, macht es niemals. Macht kein Abkommen mit den Entwicklern aus. Tut sie nicht irgendwie fragen oder so. Und wenn sie auf euch zukommen, auch Partner auf YouTube, nehmt niemals an. Bleibt euch selber. Ihr solltet euer Kanal für euch selber haben, nicht für Partner und Publisher und Game-Entwickler. Und ja, eben, ich würde jedem helfen. Ich würde sogar Dana helfen, ich würde sogar Ungespielt helfen, ich würde sogar Gronkh helfen. Aber nicht so. Ich habe immer schlechtes Gewissen. Es ist einfach das schlechte Gewissen, das mich auch ein bisschen zu einem Ignorant gegenüber solchen Let's Player macht. Ich würde sie gerne helfen. Ich würde gerne gerne auch große Let's Player natürlich helfen. Aber mit einem guten Gewissen kann ich natürlich besser helfen. Und werde jedenfalls helfen dann. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es auch mal ein bisschen besser wird hier auf YouTube und dass es vor allem ein bisschen fairer wird, also ein bisschen ausgeglichener, dass die jungen Let's Player, die so noch wenig Abonnenten haben, nicht vom Alter jung sind, auch eine Chance haben, groß zu werden, ohne dass sie irgendwie zu mir rennen und dann sagen, fragen, ja, ich möchte gerne mit dir ein Projekt starten und so. Solche Leute habe ich leider nicht so gern. Der Grund ist einfach, ich möchte halt nicht denen helfen, die richtig beten. Ich bin keiner, der sich da erbeten lässt und dann einfach helfe. Ich bin einer, der die Leute anschaut, nachdenkt, ob es sich wirklich lohnt und dann hilft. Ich würde jedem helfen, wenn ich sie kenne, wenn ich weiß, dass sie es sich nicht irgendwie eigennützig etwas damit anfangen und so. Ich bin halt einer, der halt aufpasst, was er so hilft und macht und so auf YouTube. Oh, da ist gerade eine aufgeploppt, größer geworden.
Ich möchte noch ein paar Güsel suchen hier. Hier hat es noch ein bisschen Barley. Güsel, Güsel, Güsel. Güsel, Güsel, Güsel. Oh oh, oh oh, unsere Todesfeinde. Schlimm. Sie sind weiß. Sie sind fett. Sie haben einen schlimmen Tod. Sie kommen auf euch zu und beißen euch. Die Pferde in Hexit. Okay. Das war ein Trailer zu Hexit, die Todespferde. Neu im Kino. Nein, bei Drago Basters Kanal. Ha. So. Garten weiter pflegen. Wir brauchen viel Weizen, um die Kühe holen und Schafe holen. Ja, haben wir eigentlich recht viel schon. Die können wir mal mitnehmen, dafür die Dinge hier rein tun. Also eben mal Erde weg. Chocobo-Federn auch. Jetzt möchte ich noch zwei Kisten mitnehmen. Und das Güsal. Güsal. Da. So, haben wir Güsal hier angepflanzt. Da vorne. Haben wir hier noch frei. Komm, wir machen das weg. Ah, das sind zwei Karotten. Die zwei Karotten möchte ich natürlich auch aufheben. So, einfach mal hier in die Mitte schießen. Ist fertig. So. Zwei Kerne anpflanzen. Ja, ich will nicht immer die Karotten. Ich sehe das so schlecht, ob es Karotten sind oder andere. Nein, die nicht rein. Die auch nicht rein. Ja, das Sakura-Holz, das brauche ich momentan nicht. Oder wir brauchen es nicht. Ding brauchen wir auch noch. Nein. Ich mag das nicht, wenn man eine Zahlentaste drückt, dass es ausgetauscht wird. Man hätte Umschalt und Zahlentaste machen können, aber nicht einfach Zahlentaste. Gut, dass hier im Singleplayer die Chocobos nicht aus dem Zaun glitschen und dann dort einfach angezeigt werden. Den lasse ich mal noch ein bisschen ungezähmt, der geht ja nicht weg. Und hole mir lieber noch ein Weibchen. Die Weibchen sind die ohne Federn. Hilfe! Hilfe! Chocoboss, hilft mir! Nein! Noch ein Bär! Okay, nicht mehr so laut. Gut. Tut mir leid, Bär, ab du... Oh Gott. Noch ein Pferd. Noch ein totes Pferd. Ah, da ist er. Da oben ist es. Okay, einen hat sogar schon gereicht. So, aber ich kann das jetzt nicht irgendwie... Kann ich das irgendwie hinlocken? Es glitscht im Baum. Glitschen kann es also auch noch. Oh Gott, diese Töne. Jetzt wirklich übertrieben. Oh. Dieser Mod ist einfach schrecklich. Wer hat denn diesen Mod gemacht? So, ich muss mal kurz nachschauen. Choco Sadle. Leder, Chocobo Federn und Strings. Jetzt müssen wir Leder holen irgendwie. Schlecht. Kann man dich irgendwie hinlocken? Kann man dich irgendwie... Komm schon, hey. Chocobo Mod, ihr habt das vergessen. Mod-Entwickler. Oh, das Eisen lasse ich dort. Das sieht recht schön aus. So, ich schau mal kurz, wo wir Tier haben. Dann machen wir das hier einfach in der Baufolge. Weil es ja auch etwas mit Bauen zu tun hat, mit Sattel bauen. Noch mehr Pferde. Wir sind verdammt, wir müssen das Biom wechseln. Schlimm.
so blöd. Ja, aber eben, jetzt kommen wir nochmals kurz zurück zu den Projekten. Ich würde jedes Projekt mitmachen, aber natürlich nicht, weil ich jetzt irgendwie Abonnenten brauche oder so, sondern um euch eben auch etwas zu bieten zu können, mit anderen YouTubern zuzuschauen. Und ja, vielleicht findet ihr dadurch auch andere Let's Player, die euch gefallen, die da mitmachen. Also ich bin immer so einer gewesen, der Projekte angeschaut hat, also der erste Part. Wenn ich jemanden gesehen habe, der mich, ja vor allem der Name mir irgendwie ein bisschen gefällt oder der mir einfach sympathisch rüberkommt oder mich einfach interessiert, bei dem habe ich im Kanal nachgeschaut und die ersten Parts auch geschaut und so bin ich eigentlich zu Zombie, also zu Zombie gekommen, so bin ich zu PogChock Media gekommen, die ich, wie soll ich sagen, dadurch getroffen habe und dann die Let's Build immer geschaut habe. Und Debitor LP habe ich dadurch entdeckt. Jo. Also ich habe schon viele YouTuber abonniert, die da zum Beispiel beim Hero-Projekt mitgemacht haben. Das war auch mit Hexit und sonstige. Und eben Let's Plays, weil ich auch gerne geschaut habe, was die anderen so bauen. Und Knochen haben wir nicht dabei. Also habe ich hier noch Eisen. Okay. Ich möchte die gelben Bäume da ein bisschen um die Chocobos pflanzen, weil sie auch gelb sind. Chocobos sind gelb und Bäume sind gelb. Dann nehmen wir die mal mit. Ja, so konzentriert kann ich natürlich den Part noch nicht in eine Baufolge machen. Aber in 3 Folgen kommt ja der nächste Baupart. Und da können wir dann auch ein bisschen mehr bauen, ohne dass es dann plötzlich zu einem Mischpart wird. Das ist leider ein Mischpart, weil wir jetzt gerade nicht weiterbauen können, sollen, sollten. Wir brauchen unbedingt Leder, wir brauchen unbedingt Strings, wir brauchen unbedingt Chocobo-Federn. Deshalb 4 Setzlinge, gut. So, nochmal so eine Orange. Aha. Das ist nicht so gut. So. Ja, toll. Man, immer die Sticks. Immer die Sticks sind zu wenig. Immer die sehe ich, übersehe ich irgendwie ein bisschen. So. Dann können wir gleich mal eine Schaufel noch machen. Gut. Die Dinge lasse ich hier als, wie sagt man dem? Als Markierung, dass ich hier schon mal eine Ding gebraucht habe. So, Tinker's Construct können wir dann auch mal anfangen. Der Anfang weiß ich. Ja, eine Schmiede, also eine Schmelze habe ich noch nie gebaut, aber das kann ich, könnte ich. Und wie viele haben wir? 3 Setzlinge. Braun haben wir noch nicht, oder? So, eine Kampffolge könnte es auch werden. Weil jetzt wieder Nacht wird schon wieder. Nervig, ich weiß. So, einen grünen. Ist das normal grün oder ist das ein bisschen anders? Ja, das ist normal grün. Schade. Eine Fotobiomfarbe noch ein bisschen bräuner geworden. Bisschen uns Ding. Oh, hier ist ein Loch. Okay, irgendwie in Hexe gibt es recht viele solche Löcher. Ein bisschen kämpfen möchte ich. Also wir haben einen Helm, okay. Ist jetzt nicht so das nette Equipment. Bei diesen müssen wir aufpassen, da gibt es Fallen, die unten aufmachen. Und dann fällt man ins Void runter.
Habe ich Mob Griefing ausgemacht? Ich möchte gerne ausmachen. Nein, dann ist das Feeling eigentlich wieder weg. Auf dem Server habe ich es gemacht, sonst wären tausende Millionen voller Creeperlöcher am Spawn und so ringsum. Auch wie Tote waren. Also manche Spieler, die auf dem Server durften, haben gedacht, sie machen ein Fest von Toten am Spawn und das ist jetzt nicht so nett gewesen, aber das kann ich auch ein bisschen verstehen, die sich nicht auskennen, sterben halt ein bisschen öfters und so weiter. Das ist klar. Aber hey, ich unterwerfe niemanden, sie sollen besser spielen. Weil ich war auch mal schlecht, ich habe auch mal Tote am Schnürchen gehabt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt hier hoch und wenn ich es halt mal sehe, dann baue ich es mal ab, wenn ich es besser erreichen kann. Okay, wir besiegen einfach mal ein paar Pferde in der Nacht statt Creeper. Aber wo sind die anderen Gegnertypen? Ha? Ich brauche Skelette und ich brauche Spinnen, vor allem für die Sättel. Aber nirgends hier, ah da ist ein Zombie. Aber den brauche ich nicht um, ja Leder, Leder, wegen Leder. Genau, die lassen Leder fallen in Form von verrottetes Fleisch. Da ist irgendwo eine Spinne. Da ist ein String. So. Hier schaut eine Freundin zu, die Angst vor Spinnen hat. Hier ist eine Spinne. Vielen Dank. Tut mir leid, Angie. So, hier haben wir Diamanten. Und, ja, dann bauen wir halt uns wieder mit Holz hoch. Wir haben genug Holz gesammelt. Das müsste eigentlich nicht so schlimm sein. Ein String. Was, die Spinne hat kein Strings gegeben? Das geht noch gar nicht. Hat sich sowas von nicht gelohnt. So. Okay. Das auch. Und jetzt möchte ich unbedingt noch kurz das Leder reintun in den Ofen. Und dann ist leider der Part wieder vorüber. Ich möchte nicht so lange Parts machen und ja. Ich möchte auch wieder erkunden. Also im nächsten Part ist ja wieder die Erkundung dran. Und wie im ersten Part. Und da schauen wir uns mal die ersten Dungeons an. Wir haben 16 Diamanten, könnten also uns ein bisschen equippen, machen eine Eisenrüstung. Und ich habe irgendwas gehört. Nö. Und was wollte ich noch sagen? In 3 Folgen kommt dann wieder eine Baufolge, dann machen wir unbedingt das Haus. Aber in Hexit ist es sowieso eigentlich, jeder der Hexit spielt, möchte natürlich zuerst ein bisschen Equips haben. Ich habe es jetzt einfach nicht so gemacht, weil ich ein bisschen abwechseln wollte. Aber jetzt kommt es auch dann, nächsten Part, dann die Dungeons. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.